die Cops tauchen sicher auf, wenn sie hier bleiben. Sienna Brick Factory. Da wollen Irax Männer Bedbug umlegen. Das kann ich gar nicht brauchen. Okay. Ich lege einen Hinterhalt und erledige die Kerle. Irax wird davon hören, Bedbugs Ansehen steigt. Und dann gehört er mir. Oh, verdammt, was soll das? Verlassen. Die Überwachungskameras laufen sicher noch. Hast dich gar nicht hochgejagt? Noch nicht. Ich will rauskriegen, wo die Jungs sich treffen, damit ich da ein paar Ostereier ablegen kann. Sprengfallen, geil. Mehr Reifenspuren. Die Autos kommen von beiden Seiten. Reifenspuren. Da muss jemand regelmäßig parken. Ich habe noch Zeit. Und hier laufen dann die Deals.
nicht wahr! Junge, krieg mal das Maul! Kein Scheiß, Mann, wir brauchen eine Kiste! Geht er nicht um! Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Wer entkommt denn? Dann spricht er mit Iraq. Und Bedbug wäre so gut wie tot. Thank you.
Nun hat Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Ja, ich sehe dich. Guck mal da. Das geht doch nicht. Darf er das? Hallo? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bedbug. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier rausbringen! Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Wir sind Gespenster. Nein, 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 nein! Wartet! Wartet! Scheiße! Was in Gottes Namen machst du da? Ja, Sentry. Und Irix Anteil? Nein, nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den, nicht um mich. Nein, und dann schlafen wir. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist. Und Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irix bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Nicht um mich? Nein, und dann schau. Sag mir, wie man an Irix rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Wie ist es gelaufen? Hast du einen Weg in Irix Gebäude gefunden? Ja, Bedbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Irix trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Du mischst dich da besser nicht! Ich dachte... Aber du musst sehr nah ran. Bedbug sagt, Irix fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Irix Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast es nicht getan. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schicke dir den Standort des Koffers. Thank you.
Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei. Einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann mich sicher darauf verlassen, dass Damien querschießt. Er hat einen anderen Plan. Okay, ich brauche jetzt erstmal den Aktenkoffer. Der Boss besteht darauf, dass ich dir erkläre, wie wichtig das ist. Du trägst nicht nur einen Koffer voller Namen und Einladungen. Du trägst die Zukunft unseres Geschäfts. Hintergrundchecks, Indiskretion, Tendenzen. Alles, was Quinn braucht, damit die Gäste loyal bleiben. Verstanden? Jetzt tu einfach so, als wäre das Ding voll verfickter Goldbarren. Tue ich. Er bewegt sich. Warte. Das glaube ich ja nicht. Was? Quinns Jungs machen da was aus der alten Gangsterschule. Ein Koffertausch? Ehrlich. Und das soll funktionieren? Sowas habe ich noch nie gesehen. Warum machen die das? Wollen die das CTOS täuschen? Jeder, der das auf dem Monitor beobachtet, würde den Austausch sehen. Sie versuchen, die Überwachungssoftware zu verwirren. Interessant. Alle verrückt hier.